Hightech auch in der Arbeitsplatte. In unserer neuen Ausstellungsküche haben wir eine super schöne Dekton-Arbeitsplatte eingebaut, über die ich euch heute einiges erzählen werde. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenbus-Kanal. In unserer neuen Ausstellungsküche haben wir eine wunderbare, wunderschöne, sehr, sehr belastbare, hochwertige, meine Superlative finden gar kein Ende, Arbeitsplatte aus Dekton eingebaut. Eine ganz besondere Keramik und ich gehe jetzt mit euch in die Koje und zeige euch diese Arbeitsplatte nochmal im Detail und erzähle euch auch nebenbei noch eine Menge über Dekton. Und schwupps sind wir schon wieder in unserer neuen Ausstellungsküche von Ballerina, zu der wir auch ein komplettes Roomtour-Video gedreht haben. Aber heute geht es ja um die Vorstellung dieser wunderschönen Dekton-Arbeitsplatte. Die Dekton-Arbeitsplatte hier ist in dem Dekor Laurent satiniert oder für alle Frankophilen unter euch Laurent satiniert. Dekton ist ja ein ganz besonderes Material. Dekton ist im Grunde genommen wie eine Keramik, aber wird im Gegensatz zu der ganz normalen Keramik aus ca. 20 verschiedenen Mineralen zusammengesetzt und wird dann mit 25.000 Tonnen Druck gepresst und dann halt auch bei 1200 Grad wie eine normale Keramik gebacken im Ofen. Diese Konstruktions- oder Produktionsweise hat den enormen Vorteil, dass keine Mikroporen oder Spannungen im Material sind und dass Dekton deswegen viel, viel strapazierfähiger und belastbarer ist als normale Natursteine, Quarzsteine, Keramiken und so weiter. Also es ist wirklich das am meisten strapazierfähige Material, was ihr euch für eure Küchenarbeitsplatte kaufen könnt. Das Dekton-Material gibt es seit ungefähr 10 Jahren und aktuell hat Dekton in seinem Portfolio ca. 225 verschiedene Dekore. Wir haben hier ungefähr 35, 36 bei uns im Laden. Wenn ihr ein bestimmtes Dekor haben wollt, ist es aber kein Problem. Das können wir dann immer kurzfristig besorgen. Dekton gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, denn nämlich einmal glänzend und einmal ganz normal matt. Und wie strapazierfähig das Material ist, das könnt ihr schon daran erkennen, dass Dekton auch eingesetzt wird als Fassadenverkleidung an Gebäuden. Und da wissen wir alle, dass das einer sehr hohen chemischen Belastung ausgesetzt ist, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es schneit, wenn es friert. Das ist also absolut tolles Material. Und Dekton gibt es immer in einer Stärke von 8 mm bei uns. Wir haben hier in der Ausstellung eine Platte, die ist 20 mm und die wird ganz einfach gefertigt, indem man die Platte nimmt und ein Stück Platte abschneidet und vorne auf Gehrung ansetzt. Das hat dazu den Vorteil, da kommt noch ein Unterbau drunter, der sehr strapazierfähig und belastbar ist, dass die Platte insgesamt nochmal an Bruchfestigkeit und Biegefestigkeit gewinnt und wir können natürlich jede Materialstärke bis 10 cm Höhe für eure Arbeitsplatte daraus bauen, indem einfach die Vorderkante entsprechend höher gebaut wird. Zu der glänzenden Dekton-Oberfläche muss ich natürlich noch dazu sagen, dass sie nicht so kratzunempfindlich ist wie die matte. Das heißt, hier ist das etwas empfindlicher, also da darf man nicht ganz so pingelig sein. Aber trotzdem ist Dekton ein Material, das absolut hitze- und feuerfest ist. Ihr könnt da also wirklich euren heißen Topf drauf abstellen. Der Hersteller garantiert dafür und zwar 25 Jahre lang. Die Reinigung von Dekton ist natürlich auch extrem einfach. Ihr könnt einfach Wasser und Neutralseife benutzen. Benutzt bitte keine Möbelpflege dafür. Das ist nicht wirklich förderlich fürs Material. Selbstverständlich könnt ihr die Sachen, wie ihr hier seht, flächenbündig einbauen. Das gilt natürlich bei Kochfeldern wie auch bei Spülen. Den Unterbau von Spülen würde ich euch nicht empfehlen, weil der einzige kleine Nachteil, den ihr vielleicht bei einer Dekton-Platte habt, ist, wenn ihr mit einem sehr harten Gegenstand an die Kante stößt, dann könnte es in dem Bereich
Abplatzungen geben, weil es natürlich ein sehr sprödes Material ist. Die Gefahr ist sehr gering, aber es kann passieren. Und wenn ich jetzt die Spüle untergebaut habe, ich hole mal eben schnell ein Muster und erkläre euch das, dann hättet ihr das ja in dem Sinne so. Ich packe es hier, dann könnt ihr es besser sehen. Ja, dann wäre die Spüle unter die Platte gebaut. Und wenn ich dann mit meinem Geschirr und meinen Tassen hantiere, dann stoße ich schon mal an diese Kante und dann könnte es zu Abplatzung kommen. Und deswegen ist es nicht wirklich empfehlenswert, eine solche Spüle unterzubauen, sondern der flächenbündige Einbau ist auf jeden Fall vorzuziehen. Was natürlich auch das besonders Schöne beim Deckton ist, ist, dass ihr in der Oberfläche auch richtig Struktur drin habt. Es ist also nicht einfach eine glatte Fläche, sondern sie ist, wenn man da drüber fasst, ihr könnt es, glaube ich, auch in dem Video sehen, es ist sehr viel Lebendigkeit drin und diese Textur obendrauf, die ist ja auch nicht aufgemalt, die ist im Material drin und das ist wirklich sehr, sehr langlebig und sehr, sehr belastbar. Und was man auch heutzutage überhaupt nicht vergessen darf, Deckton ist ein CO2-neutrales Produkt. Das heißt, die Firma Cosentino, das ist der Hersteller von Deckton, sorgt dafür, dass die Produktion der Platten komplett CO2-neutral abläuft. Abschließend möchte ich noch zu einer Sache Stellung nehmen, die mir ein bisschen am Herzen liegt. Und zwar im Internet, auf Facebook und so, findet man immer wieder mehr oder weniger gut recherchierte Berichte über oder Informationen zu dem Thema, wie teuer ist eigentlich Deckton. Und da lese ich immer was von, das kostet doppelt so viel wie Keramik und das ist so schweineteuer. Und ganz ehrlich, das stimmt überhaupt nicht. Ich lese es jetzt mal kurz ab, damit ihr den Überblick habt. Und zwar der Preis für eine 60 cm tiefe, ganz normale Arbeitsplatte in den verschiedenen Materialien, der beginnt bei uns bei Quarzstein, zum Beispiel im Katalog, also Katalogpreise sage ich euch jetzt, das ist natürlich nicht das, was ihr hinterher bezahlt, aber es sind halt Katalogpreise. Quarzstein, ein Produkt, das deutlich unter Deckton liegt von den qualitativen Eigenschaften her, liegt bei 430 Euro pro laufenden Meter. Der billigste Granit bei 380 Euro ungefähr. Und dann kommt die Keramik mit 460, also etwas über dem Quarzstein in Preisgruppe 1. Und die Preisgruppe 1 Deckton-Platte, die kostet mal gerade 100 Euro mehr als die vergleichbare Keramikplatte. Also lange nicht nix mit doppelt so teuer wie Keramik, sondern ungefähr 20% teurer als Keramik. Und das bei den Produkteigenschaften. Und das Ganze wird, wenn man jetzt in die höheren Preisgruppen geht, noch viel interessanter für Deckton, denn da kostet tatsächlich die günstigste Platte, das wäre dann in der teuersten Preisgruppe bei Keramik, 700 Euro der laufende Meter. Und Deckton liegt dann bei 880 Euro. Es bleibt also ganz grob so bei 20-25% mehr Preis zwischen Keramik und Deckton. Aber jetzt kommt's, bei Granit liegen wir schon bei 1000 Euro pro laufenden Meter bei den teuren Steinen. Und bei Quarzstein, obwohl die Qualität des Materials deutlich hinter dem von Deckton zurückliegt, liegen wir sogar bei 1100 Euro pro Meter Arbeitsplatte in der teuersten Preisgruppe. Das sind jetzt natürlich Preise, die ich von unseren Vorlieferanten, von unseren Arbeitsplattenkonfektionären übernommen habe. Das kann sicherlich bei dem einen oder anderen Küchenstudio oder bei der einen oder anderen Küchenverkaufsstelle mit anderen Lieferanten anders aussehen. Bei uns ist es jedenfalls so, Deckton ist, wenn man sich sowieso in dem Bereich von hochwertigen Arbeitsplatten befindet, absolut nicht unbezahlbar und man kommt richtig viel tolle Ware für sein Geld. Also, frei nach dem Motto, wenn schon, denn schon, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr über eine Stein, Naturstein, Kunststein, wie auch immer, Arbeitsplatte nachdenkt, Deckton ist wirklich eine Überlegung wert. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht, was ist eure Meinung zu diesen Deckton-Arbeitsplatten? Ich finde sie super, es gibt ganz, ganz tolle Dekore. Und die Qualität ist einfach allererste Sache. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach. Da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!